Grüße aus Berlin. Heute Ike und ich zu Gast und ja, wir hauen mal rein. Was ist besser, deutsche Frauen, spanische Frauen? Wie findest du deutsche Frauen? Gut, schlecht? Deutsche Frau ist super. Deutsche Frau ist super. Und besser als Spanierin, oder? Deutsche Frau ist besser. Wie sehr interessiert sich Simona Tomala für Handball und wie oft guckst du da dort? Sehr und oft. Sehr und oft? Ja, sie interessiert sich für Handball und ich gucke oft da dort. Ja. Guckst du auch da dort? Ja. Ja. Jeden Dienstag. Sonntag. Sonntag. Jeden Sonntag. Mit wem bist du bei den Auswärtsfahrten auf dem Zimmer und warum? Konstantin Igropoulos. Er ist immer mit der Facebook, Twitter, Instagram und das und ich bin immer schlafen. Oh, das ist super. Welche Musik hörst du vor einem Spiel? Seitdem unser Musikminister, der da ist, sehr oft Spanisch, aber hat einen guten Rhythmus und das passt schon. Señor Romero, hast du mittlerweile ein deutsches Lieblingsessen? Döner Kebab. Nein. Ich mag diese, wir haben in Prata gegessen, diese Uhr mit Mostard und diese Mostardsauce. Ja, okay. Weißt du diese? Eier in Senfsoße. Eier in Senfsoße. Kartoffeln und, ja, dazu Eier Kartoffeln schon. Mit einem Bier in the Garden, das ist gut. Was oder wer hilft euch vor einem wichtigen Spiel, eure Nervosität zu kontrollieren? Ja, Ike ist gute Musik. Ja, absolut überragender Musikminister, muss man ganz ehrlich sagen. Ich bin da eigentlich relativ entspannt vorm Spiel, oder? Chili Vanilli. Kannst du dir ein Karriereende in Deutschland vorstellen? Und wie stehst du zum personellen Umbruch durch Bob Hanning? Nie weiß, was passiert in der Leben, aber 99% ist, denke ich, ja, sicher. Ich hoffe im Füchse Berlin. Ich bin zufrieden. Ich denke, es kommen neue Blut, neue Spieler und ich denke, es ist interessant für uns in der Leben. Du musst Risiko machen für Gewinn und für wie zufrieden, oder? Ohne Risiko kein Fun. No risk, no fun. Ohne Risiko kein Spaß. Kein Spaß. Als Spanier ist schwierig mit neue Blut. So. Ja, neue Blut. So? Ja, neue Blut. Naja, für neue Spieler ist neue Blut. Aber als Spanier mit spanischem Arzt ist schwierig, ja? Warum? Ah, komm. Zucken dir nicht auch mal in den Finger, ein Konter mit zu laufen oder ein Tor zu machen? Manchmal ja, aber eigentlich, ich versuch's manchmal, aber Schuster bleibt bei den Leisten. Ab und zu gehen mal die Pferde durch, aber ja, das passt schon. Wer ist für dich der beste Spieler der Saison? Ich denke, Alexander Pettersson. Dieses Jahr, weil es seine letzte Saison ist, Markus Alm. Wie wichtig der ist und gerade für die Mannschaft ist schon immens. Ja. Und vor allen Dingen nach so einer langen Zeit, wie er da auch in Kiel war. Ich glaube, der könnte der Mann der Saison, den könnte man ruhig dafür auszeichnen. Und das auch zu Recht.